Hi. Du musst noch nichts übersetzen. He is the translator. I hope there is something to translate. In the beginning, not. How we find the rhythm? What we would like to have a rhythm like pa 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 pa. Or we have a rhythm like ta dum ta dum ta ra ta ta dum ta dum ta dum. How we find the melody? Would you like to have a melody like this? Ba di da 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 da. Or would you like to have a melody like ba ba dum bum ba da di ba dum ba 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 ba. And what's the room here? What's the room? How we find the room? How we find the space? How we find the dimensions to hear the resonances? How we hear the resonances? Or we see resonances? Or we feel it with our skin? Or with the legs, the feet, with this, we can begin with resonances. Mein Thema, ab jetzt übersetzen bitte, ich spreche deswegen Deutsch, weil ich Deutsch spreche. Luhmanns Nase. Luhmanns Nose. Das Fluidum Luhmann. Das Wort hat Dirk Becker beim 80. Geburtstag von Luhmann eingeführt. Und hat darüber gesprochen und ich greife es auf. Ich darf noch ein bisschen, ja? Luhmanns Nase weist eben auf das, was ich vorher gemacht habe, auf die Sinnesorgane hin. In diesem Bild habe ich nur Luhmanns Nase. Aber ihr wisst alle und habt diese Geschichten alle gehört, dass Luhmann, wenn er von so einer Konferenz gekommen ist und gefragt worden ist, was haben Sie gesagt dort? Dann hat er gesagt, ich habe nur zugehört, weil die anderen so viel zu sagen hatten. Okay. So, Dick Becker introduced this topic, the fluid of Luhmann, or Luhmann the fluid, at the India's, this is India's birthday, Luhmann is deceased, and that notion is about the nose. And the nose as the sense, the sensation of existence. And when Luhmann went to conferences and came back, and people asked him, what did you hear, what did you say? He said, oh, I only heard what others had to say, due to them having so much importance. Das weist jetzt darauf hin, dass wir haben ja eine große Terminologie, die hier immer vorgestellt wird und jeder nimmt sofort diese Termini von Luhmann auf. Man könnte sich ja denken, dass Luhmann eigentlich nicht müsste im Social Life, am Social Life teilnehmen. Und gerade das Gegenteil war der Fall. Was heißt das? So, we take in all this technology of the Romanian language. Maybe we could consider ourselves as those who do not participate in social life. But what does it actually mean? Do we actually participate? Meines Erachtens heißt es, dass er brauchte immer den Rückverweis oder beziehungsweise den Zusammenhang mit dem Lebensbereich, um sozusagen seine Theorie neu zu orientieren, um sie weiterzuentwickeln, um die Begriffe
zu füllen, eben mit Leben zu füllen. So, you always, your idea, my idea is that you always have to go back into the world of the living, or to the living spirit, and in that, harking back to the world of the living, I can fill his terminology up with the meaning of the text. Ich will das nicht weiter, ich will es nicht weiter ausführen, das ist so, nur ein Hinweis. Das heißt ja die Frage, wir haben einen Vortrag über Attraction gehabt. Aber eigentlich ist die Frage ja der Wahrnehmung. Der eigentliche Begriff ist der Wahrnehmung, den Luhmann natürlich auch behandelt hat. Und wir meinen ja immer, dass die abstrakten Begriffe viel komplexer sind sie auch in einer Weise, aber die Wahrnehmung ist noch viel komplexer. Wir nehmen mit den Ohren wahr, wir nehmen mit der Nase wahr, wir riechen das, wir nehmen mit den Sinnesorganen wahr, wir schwitzen gleichzeitig, spüren das Schwitzen, spüren die anderen Menschen, die Anwesenheit. Das heißt, die Wahrnehmung selbst ist nicht das Primitive, wie es sozusagen im Sprachlichen sich darstellt, sondern die Wahrnehmung ist ein hochkomplexes System, das höchstwahrscheinlich viel komplexer ist, als ein Computer es hinkriegt. So, I want to talk a bit about perception and compare that to the abstract concept that we use in our everyday society. These abstract concepts, they are of course filled with complexity. But the perception as something that is primitive or simple as an opposition is a false distinction. Rather, perception is even more complex. It is highly complex, filled with all the physical and sensational experiences that we have and process. And it's probably more complex than what a computer ever will be able to process. Steffen hat ja uns heute den Teufel dargestellt und sozusagen diese alte christliche Tradition, dass man den Teufel an die Wand malen muss, damit die Menschen das Gute erkennen und das sehr intensiv vorführen muss. Das hat er wunderbar gemacht. Gestern haben wir auch an so einen Teufel gehört, als wir über die Bats, über die Tiere, Zusammenhänge hergestellt bekommen haben. Wenn wir die Wirkung dessen anschauen, wenn wir jetzt einmal annehmen, dass diese funktional differenzierte Welt wirklich so vorhanden ist, und das können wir weitgehend, wenn wir Luhmann studiert haben, können wir das weitgehend annehmen, und dann auf diese andere alte Konzeption schauen von Schelling und Fichte, auf die Ich-Konstruktion, wenn wir das miteinander vergleichen, dann müssen wir ja sagen, die Ich-Konstruktion ist ja nicht weg aus der Welt. Wir sind immer noch Ichs, wir sind immer noch Psychen, hat der Luhmann ja nie abgelehnt zu sagen. Und das Zentrale der Psyche ist immer diese Bindekraft des Ich. Yesterday today we saw a wonderful presentation by Steffen, who presented the devil. He painted it on the wall, and it goes like the old saying that you have to paint the devil on the wall to have people really understand what goes on and change their behavior. Well, if we read Luhmann really consider a contemporary society as being functionally differentiated, a functionally differentiated world, all his empirical work really demonstrates that we can consider that as being a fact or being accepted. But in contrast to that, the old notion by Schelling and Fichte about the I and the construction of the I is still present, it's still there, and Luhmann never negated it as something that should be destroyed. It is the power of binding or the power of relation. Of binding. Binding, yeah, of binding everything, yeah. Binding everything together. Yeah. Diese Ich-Konstruktion, wie sie Freud uns beschreibt, die hat ja dieses Bild drinnen, das Über-Ich.
Und in diesem Über-Ich haben wir ja auch diese diesen Raum Space, von dem wir heute vorher gehört haben. Das ist ja das Vorbild von diesem Raum. Das ist ja eine Kugel, sozusagen die Vorstellung, als würde man von außen die Welt sehen können. Und als würde es etwas geben, das Einzige, was das kann, diese Raum Space darzustellen, ist die Religion, die das vorgibt zu können. Irgendwas fehlt, da ist es ja. Luhmann selbst hatte nie gesagt, er ist Astronaut. Er hatte immer davon gesprochen, dass wenn er Astronaut wäre, dann würde das nur ein Teil sein von diesem ganzen Raumschiff. So, harking back to Freud, the conception of the eye is very similar as an image like the spaceship world that Steffen presented today. And it uses, implies the concept that there is an observer on the outside, so who is observing the spaceship that we're traveling in. And there's only one functional system or one strain of communication throughout history that really was able to conceive of such an observer, and that was religion. Luhmann himself was never an astronaut, but even if he had been an astronaut, he said that, well, that would only have been a very small part of his observation. He would be part of whatever ship that goes out there, so you can never leave the institution. Für diese, das Ich ist ja weiterhin erhalten und jeder von uns muss die verschiedensten, diese polyfunktionale Welt, in der wir leben nach Luhmann, muss diese polyfunktionale Welt ja binden. Das heißt, es gibt das Ich ja immer noch, nur ist es jetzt ein großes Problem zwischen dem Konzept in einer polyfunktionalen Welt zu leben und diesem Konzept der Autorität, dieser Außensicht. Und aus dem Grund wird ja immer wieder diese Außensicht rangezogen und wie Steffen ja das erklärt hat, versucht er zu erklären, das ist wieder so ein Versuch, so eine Ganzheit uns vorzustellen oder uns hinzustellen, einen Globus, den wir von außen sehen können. Sloterdijk hat es ja beschrieben durch die Globen und hat beschrieben, dass wir durch die Globen den Eindruck haben, als würden wir die Welt von außen betrachten können. Und das wissen wir ja, das geht nicht. Das heißt, wir können es immer nur, auch wenn wir es von außen betrachten, ist es von innen betrachtet. So the eye is still there, and it has to be connected or bound together in this polyfunctional world of ours. So the function of the eye becomes a different one. And it clashes in the concept of authority. The idea of having this outside observer really challenges how the functional world, or how the eye binds the functional world in its very existence. It promotes a view from the outside, and by promoting the view from the outside, we are reproducing a certain artifact, and that is the globe that was in the classroom. And these globes, they envision and teach every student that you can imaginary observe a globus, you can observe the world from the outside in a classroom, and Sloterdijk really emphasized that lately on this notion about the imagination of that observer. Das ist der Hundegott, die Hundegottheit, die man heute so beobachten kann. Das ist sozusagen dann dieser Ersatz, diese Bindung des Ichs, die man jetzt nicht mehr in dieser Autorität zustande kommt, die sieht heute so aus. Ist nicht nur als ein kleiner Hinweis, kann man beobachten. Okay. From the outside, just a short reference to your thoughts. Okay.